Solche Transporte haben Sie sicher auch schon gesehen. Auf der Autobahn, beim Überholen, im Anhänger, lebende Tiere. Hier sind es Schweine. Auf dem Weg zum Schlachthof. Eines ist bei diesen Transporten völlig unstrittig. Je kürzer der Weg, desto stressfreier für die Tiere. Aber genau solche Transporte sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr möglich. Denn der einzige Schlachthof für Schweine hat dicht gemacht. Weil Danish Crown, der Betreiber, das so will. Obwohl es mit den Behörden ganz anders besprochen war. Das bedroht sogar die Existenz mancher Schweinebauern. Was auch eine Besonderheit hier ist, ist so eine Kühlung, ne, für die heißen Tage. Dann wird hier immer eine Stunde, einmal ein paar Minuten so Wasser vernebelt. Thorsten Roder führt uns durch seinen Schweinestall. Der ist klimatisiert, hat viel Licht und Strohboden. Mit dieser Haltungsform bedient der Landwirt eine Nische zwischen der konventionellen und der Bioproduktion. Es soll den Tieren gut gehen. Wir sind der Meinung, dass das eine Art der Haltung ist, die das zum großen Teil erfüllt. Zusammen mit seinem Sohn führt er den Familienbetrieb. Der erfüllt die Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes. Lange haben sie gekämpft, bis sich ihre besondere Schweinezucht auch finanziell auszahlt. Doch jetzt ist ihr Lebenswerk bedroht. Du kannst bald schlachten. Denn Roder legt großen Wert darauf, dass seine Schweine möglichst stressfrei geschlachtet werden. Das war schon immer so. Stolz zeigt er uns Fotos, dass er schon seit 1994 seine Schweine ganz in die Nähe, nach Teterow, zum Schlachten bringt. Immer selber transportiert. Das heißt, wir haben das Aufladen selber hier organisiert. Und die, sag ich mal, die Angestellten, die Mitarbeiter, die mit den Schweinen den Kontakt haben, die waren auch an dem Tag da und laden auf. Also sind die Schweine da ganz entspannt und ganz ruhig bei der Geschichte. Und das mache sich auch bei der Fleischqualität bemerkbar, sagt Thorsten Roder. Doch jetzt der Schock für die Schweinebauern. Der Großkonzern Danish Crown schlachtet in Teterow keine Schweine mehr. Dabei hatten sie bei der Übernahme des Schlachthofs vor 2 Jahren dem Land Mecklenburg-Vorpommern zugesagt, die Schweineschlachtung aufrechtzuerhalten und sich nicht daran gehalten. Es war so, dass die Schweineschlachtung hier war herausfordert, wenn wir die Standort übernommen hatten. Wir hatten Investitionen gemacht, um es zu verbessern. Aber es ist doch so, dass wir können nicht hier, wir können nicht Geld verdienen. Wir haben viel Geld verloren. Bisher Danish Crown in Teterow Fleisch für den internationalen und den regionalen Markt verarbeitet. Deshalb haben Bauern wie Thorsten Roder ihre Schweine auch guten Gewissens hierher gebracht. Doch offenbar ist der Schlachthof hier zu klein, um international erfolgreich zu sein. Aber für die Bauern war es die letzte Möglichkeit, ihre Schweine regional schlachten zu lassen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns und für viele Schweinehalter in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus. Weil diese Wertschöpfungsketten, diese regionalen Vermarktungsketten, die wir uns aufgebaut haben, die brechen praktisch über Nacht zusammen oder sind nur unter ganz schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Jetzt muss Thorsten Roder seine Schweine zum Schlachten in ein anderes Bundesland fahren lassen. Das bedeutet höhere Transportkosten für den Landwirt und vor allem ein längerer Weg für die Tiere. Bisher waren es von Roders Hof nach Teterow zum Schlachthof nur 35 Kilometer. Für den neuen Schlachthof muss er einen größeren LKW anmieten. Und der muss nun 194 Kilometer fahren. Damit erfüllt Roder nur noch knapp die Auflage vom Deutschen Tierschutzbund. Die Schweine dürfen nicht weiter als 200 Kilometer transportiert werden. Das ist ja tierschutzmäßig eine Katastrophe, tierwohlmäßig eine Katastrophe. Und das ist klimaschutzmäßig CO2-Ausstoß. Und was wir alles immer so auf unsere Fahnen schreiben, was das Wichtigste ist, eine Oberkatastrophe. Im Landwirtschaftsministerium hat man in mehreren Gesprächen versucht, die Schließung in Teterow noch abzuwenden und Lösungen zu finden. Allerdings erfolglos. Der Minister Till Backhaus fühlt sich von Danish Crown getäuscht. Wir reden über Tierwohl, wir reden über das Verkürzen von Tiertransportzeiten. Und jetzt führt das dazu, auch das nochmal mein Appell an Danish Crown, wir erhöhen hier die Transportzeiten, wir erfüllen damit nicht aus meiner Sicht diese Tierwohl
Aktivitäten, die wir ausgelöst haben. Die Diskussion über Tierwohl, es ist für mich ganz emotionell. Und das ist richtig. Aber in diesem Fall, dann geht es über Fakten. Wir haben hier Geld verloren. So, es ist nicht wir haben es nicht geschlossen, weil wir nicht ein gutes Tierwohl haben will. Wir haben es geschlossen, weil wir hier nicht Geld verdienen. So, es ist nicht die Diskussion hier. Es geht nicht über Tierwohl. Es gibt über den Fakt, dass wir könnten nicht hier ein gutes Business haben. Ein gutes Business ist für Europas größten Schweinefleischproduzenten offenbar wichtiger als die Zusage an das Land. Und wichtiger als die Existenzen der regionalen Landwirte. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace sehen darin eine Entwicklung, die sich zunehmend durchsetzt. Dieser Fall zeigt oder ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir einen massiven Strukturwandel in der Landwirtschaft haben. Nicht nur viele kleine Höfe sterben, sondern auch immer mehr Schlachthöfe machen zu. Regionale Strukturen verändern sich. Es wird immer globaler und immer größer und für die Landwirte auch immer schwieriger, in diesen regionalen Strukturen dann zu produzieren. Thorsten Roder und sein Sohn wollten ihre regionalen Strukturen eigentlich noch erweitern. Doch jetzt hoffen sie, dass es für ihren Hof überhaupt weitergeht. Bei uns ist bloß das Problem, wir haben in den letzten paar Jahren 1,3 Millionen in unsere Tierhaltung investiert. Die Bank will jeden Monat ihr Geld und das muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Es wird schwierig werden, das ist ganz klar. Um sich von Großkonzernen wie Danish Crown weniger abhängig zu machen, müssten kleinere Schlachthöfe gefördert werden. Immerhin denkt man im Landwirtschaftsministerium in Schwerin jetzt darüber nach. Wir sind eins. ARD.